Wir sind zurück in der Tech-Lounge, haben sämtliche Hustenanfälle eingestellt, denn wir haben das nächste Startup am Start. Ich habe das nämlich heute auch ein paar Mal gehabt während der Interviews und habe mir gerade schon wieder eine von diesen leckeren heißen Schokoladen hier von unserem Automaten reingepfeffert, damit das mit der Stimme so ein bisschen nach vorne geht, weil jetzt mittlerweile nach 8 Stunden Livestream wieder komme ich so langsam aber sicher an die Grenzen. Aber da sind wir noch lange nicht angelangt, denn wir haben noch ein paar spannende Startups. Ganz besonders freue ich mich jetzt hier. Wir haben den Pascal Müller und wir haben den Tobias Graf von Moon Eye Studios hier. Erstmal hallo, ihr beiden. Es sind auch einmal zwei. Eigentlich warst du ja nur angekündigt, Tobias. Genau, genau. Ich habe ein bisschen Unterstützung mitgebracht, weil, wie Sie hören, meine Stimme etwas versagt langsam. Ja. Ich bin schon an den Grenzen angelangt, die Sie angesprochen haben. Was ist passiert? Hast du heute Weltverbesserungsreden den ganzen Tag gesprungen? Ganz genau, ganz genau. Davor war ich leider noch ein bisschen erkältet. Ja. Noch so die Nachwehen davon. Also Pascal ist sozusagen jetzt dein Simultan-Dolmetscher im Geist. Ganz genau, ganz genau. Ganz genau, ganz genau. Großartig. Ja, Tobias, dann hör dir das mal an, was wir jetzt so zu erzählen haben. Pascal, erzähl mal, was ist Moon Eye? Ja, also Moon Eye Studios sind im Wesentlichen 4 Personen und wir entwickeln Videospiele. Mhm. Also wir arbeiten aktuell an einem großen Projekt, das heißt Lost Ember. Und da sind wir jetzt schon so ja, seit Mitte letzten Jahres dran. Und jetzt gerade zu unserem Punkt, wo wir voll durchstarten und auf Investorensuche gehen. Das also ihr seid im Grunde genommen ein Entwicklerstudio für Spiele. Erzähl mal, was da so besonders dran ist. Oder wenn du auch möchtest. Wie heißt es? Lost Embers? Lost Ember. Lost Ember. Lost Ember. Lost Ember. Genau. Also okay. Zu Deutsch verlorene Asche, könnte man so übersetzen. Okay. Erzähl mal. Was ist es denn? Lost Ember ist ein Action-Adventure, ein Exploration-Adventure, okay. Würde ich es nennen, in dem man als ein etwas magischer Wolf eine Dschungellandschaft erkunden muss. Und durch seine Fähigkeit, andere Tiere zu kontrollieren, dann die Ruinen, die Welt erforscht, Rätsel der Welt, Geheimnis der Welt aufdeckt und durch kleine Rätseleinlagen langsam die sehr tiefe Geschichte der Welt aufdeckt und immer weiter hineingerät in die ganze Story der Welt. Für welche Plattform entwickelt ihr? Ist es ein Mobile Game? Ist es Desktop? Ist es Tablet? Ist es Konsole? Ja, also das Schöne ist, wir haben jetzt eine fertige Engine genommen, die Unreal Engine 4. Ja. Und damit sind wir relativ flexibel. Also die kann eigentlich alle aktuellen Plattformen. Mhm. Und unser Spiel wird ein bisschen größer. Also es wird kein Mobile-Spiel, es wird ein klassisches, großes Spiel und wird dann erstmal für PC entwickelt. Mhm. Aber wir haben ja, wie gesagt, durch die Unreal Engine so die Tür offen Richtung PlayStation 4 oder Xbox One. Und da sind wir gerade so, schielen wir so in Richtung DevKit. Ja. Und sind da gerade dran, ja. Ist das euer erstes Projekt diesbezüglich? Also mit dem Team, ein größeres Gaming-Projekt? Ihr seid jetzt seit 9 Monaten etwa da dran? Also das erste so große Projekt auf jeden Fall. Ja. Wir haben vorher uns schon im Studium kennengelernt und an mehreren kleinen Projekten gearbeitet, mehrere Game Jams etc. bestritten und dann auch schon ein kleineres Mobile-Spiel entwickelt, das jetzt auch bald rauskommen wird. Aber mit Lost Ember haben wir das erste Mal wirklich den Schritt weiter nach vorne gewagt und wirklich uns ein großes Projekt gewagt. Wie du gerade sagtest, das ist dann natürlich auch von der Entwicklung, es geht jetzt nicht darum, dass ihr das nächste Flappy Bird macht, ja, was er wahrscheinlich irgendwo zwischen Tagesschau und Wetterkarte mal eben rausgeschossen hat, sondern ihr habt euch jetzt ein Projekt vorgenommen und ein extrem komplexes ein Game. Wenn man sich das so vorstellt, ich bin jetzt 9 Monate da dran oder ein Dreivierteljahr, ja, ich weiß nicht, auf welcher Entwicklungsstufe ihr jetzt gerade unterwegs seid, so langfristig auf einmal zu planen und auch entsprechend das Storytelling so zu gestalten, plus mit euren Grafikdesignern etc. pp., Leveldesignern und was da alles so zukommt, Sounddesignern, das ist ja eine super komplexe Nummer auf einmal geworden, ne? Ja, definitiv. Das merken wir auch immer wieder. Ich glaube, alle 3-4 Wochen müssen wir noch mal wissen, was ändern. Und kommen wieder neue Ideen, die wir doch noch einbringen wollen. Also es ist ein sehr dynamischer Prozess auf jeden Fall. Weil das konnten wir am Anfang halt auch nicht ganz so abschätzen, was da alles auf uns zukommt. Diese 9 Monate kamen auch dadurch, dass wir halt wirklich 3-4 Monate nur das Konzept entwickelt haben, nur uns Gedanken gemacht haben, noch gar nicht wirklich angefangen haben. Dann Ende letzten Jahres oder im Herbst
haben wir wirklich angefangen, die Assets zu produzieren. Sind jetzt mittlerweile auf dem Stand, der sich schon ganz gut sehen lassen kann. Haben viele der Assets fertig. Sind jetzt dabei, so ein paar Teaser-Videos zu machen, zu drehen. Ja. Und ja, wie gesagt, jetzt kurz davor, oder nicht ganz so kurz davor, den Prototypen fertigzustellen. Was sind dann eure Distributionswege dann? Was sind eure Finanzierungswege? Werdet ihr selber verkaufen? Stellt ihr euch vor, dass dann irgendwie dann mal auf ein Crowdfunding geht? Oder seid ihr da gefundet so, dass ihr das dann selber bis dann marktreife hinbringen könnt und wo ihr das dann pitchen könnt an die Distributionskanäle, an vielleicht PC-Hersteller, was auch immer es da gibt? Ja, so aktuell leben wir davon, dass wir so Nebenprojekte machen. Okay. Also wir haben ja alle schon einen fertigen Studiengang und sind ja teilweise fertige Informatiker, Designer, haben alle schon Arbeitserfahrung. Yeah. Von daher finanzieren wir uns im Moment darüber, dass wir jetzt halt viele Projekte nebenher machen. Aber das geht natürlich dann immer so zu Zeiten von dem Hauptprojekt, wo wir eigentlich arbeiten wollen. Deshalb sind wir aktuell gerade dran, einen Investor zu finden. Wir haben jetzt so einen groben Zeitplan aufgestellt, dass wir so am Anfang 2017 fertig wären. Und jetzt suchen wir eigentlich jemanden, der uns bis dahin finanzieren würde. Also dass wir bis dahin dann eben keine anderen Projekte mehr machen müssten. Das ist so aktuell. Das ist eine Herzensangelegenheit, offenbar, Lost Ember. Ja, auf jeden Fall. Total. Ja, habt ihr mal drüber nachgedacht? Es gibt ja ein paar wirklich erfolgreiche Kickstarter-Kampagnen in der Richtung, dass ihr das dann auch damit vielleicht sogar sofort auf einen internationalen Level heben könnt? Drüber nachgedacht, auf jeden Fall. Wir sind im Moment erstmal wieder ein bisschen davon zurückgegangen, da wir glauben, dass wir erstens unsere Summe nicht ganz so da finanzieren können, weil wir schon ein bisschen mehr Geld brauchen. Wie gesagt, das ist 2017 erst wahrscheinlich fertig. Und erstmal noch ein bisschen auch Sachen produzieren, ein paar Videos produzieren müssen, bis man da wirklich sein Marketing auch wirklich vernünftig sinnvoll betreiben kann. Für die Kickstarter-Kampagne genau. An sich, ja. Das ist ja auch schon ziemlich aufwendig, da eine vernünftige Kampagne zu entwickeln. Ja. Das geht nicht einfach so from scratch. Das heißt, ja, das wird auch nochmal ziemlich viel Aufwand kosten. Deswegen versuchen wir es aktuell erstmal noch auf den ganz klassischen Weg über Investoren. Warum geht denn nicht einfach an einen großen Let's Player oder so dran? Ich kann doch mal Kontakt zum Gronkh oder zum Sarasa oder so machen. Vielleicht machen die ja für euch so ein Video. Ja, also wenn Sie den fragen können, gerne. Da wären wir natürlich sofort dabei. Wir haben es jetzt so ein bisschen kleiner. Wir haben so ein paar Magazine angeschrieben und die haben dann auch so ein paar Artikel schon veröffentlicht über cool. uns. Das hat auch schon so ein bisschen Aufmerksamkeit nach sich gezogen. Ja. Aber ja, ich sag mal, so ein Gronkh oder hier Cutie Pie, wenn der das jetzt spielen würde oder mal so einen Teaser zeigen würde, das wäre natürlich nochmal eine ganz andere Nummer. Da sollten wir auf jeden Fall drüber reden, dass wir da irgendwas in sehr der Richtung bekommen. Sehr gerne, sehr gerne. Es gibt so wenig Gaming-Startups und vor allen Dingen, wenn die auch noch aus Deutschland kommen, meistens sind die Leute relativ schnell bei den großen Publishing-Häusern gelandet, ja, und deswegen, wenn man sich den Gaming-Markt anguckt, dann dominieren da halt eben eine Handvoll großer Marken, die eigentlich da alles raushauen und ich stehe einfach so auf das, was aus der Independent-Szene kommt und insbesondere natürlich, wenn das auch entsprechend innovativ ist. Ich drücke euch wirklich die Daumen, dass das alles so hinhaut. Wenn jemand das da draußen sich anschauen möchte, dann geht er auf mooneye.com, mooneye.de. mooneyestudios.com oder lostember.com direkt. Lostember.com, Mooneye Studios, da könnt ihr euch das mal anschauen. Wir gehen jetzt wiederum kurz in die Werbung. Wer nicht mal wüsste, welches ist, da ist es. Da kommt sie. Hast du jetzt diesmal schön geschrieben bei der Regie. QB ist jetzt dran. Etwa 6 Minuten. Dann melden wir uns wieder. Wir sind ja alle so ein bisschen am Kränkeln. Deswegen haben wir uns gedacht, warum laden wir uns nicht ein Connected Health Startup ein? Und der kommt gleich. Dr. Johannes Jakubait. Der ist auch schon stilecht hier unterwegs. Ich verspreche es euch. Wir sind gleich wieder da.